Willkommen, liebe Leute, zurück zu Batman Arkham Asylum. Wir machen jetzt weiter. Das letzte Mal hier stehen geblieben. Ivys Pflanzen übernehmen die Kontrolle. Ich muss sie aufhalten, bevor sie die Insel vollständig beherrschen. Ja, dann lauf doch mal. Wie ich das hasse, dass die Leute immer in so vielen Spielen was weiß ich, einen Knopf im Ohr haben und dann erstmal halb stehen bleiben. Das hat mich in Gears of War abgefuckt, das fuckt mich in Batman ab, in Halo und lasst mich doch nochmal weiterlaufen. Das nervt immer übel. Vor allem, der Knopf im Ohr ist doch extra dafür da, dass du nicht deine Hand extra noch ranhalten musst. Egal. Man kann ja nie wissen, weißt du, man muss immer flexibel sein. Vielleicht kommt direkt aus der Ecke irgendjemand und will auf die Schnauze bekommen. Was machst du dann, weißt du? Hand vom Ohr oder Hand ins Gesicht von dem Kerl? Seid ihr fertig? Habt ihr den Sprengstoff schon platziert? Jawohl! Razor ist gerade mit seinem fertig. Gut, testen wir sie mal. Nein! Nein, ich bin noch hier! Okay. Das Gebäude fledermausfrei. Wir haben die Tür versiegelt. Es geht weder rein noch raus. Er ist niemals so blöd, nochmal herzukommen. Wenn er es tut, bringt Jokers Bomben ihn um. Bist du dir sicher? Ja. Wieso? Was glaubst du, was passieren wird? Ich hoffe einfach nur, er kommt nicht. Das ist alles. Ich will keinen Ärger mehr. Joker ist fast fertig und da können wir runter von dieser Freak-Insel. Glaub nicht. Hier ist der Batman Joker früher mal gegangen. Der Ort konnte leicht. Batman ist ein Verlierer. Ihr könnt nach Westen gehen und die Gehwege kontrollieren. Geht einfach immer weiter. Du hast Joker gehört. Okay, kommt der Typ jetzt auch noch da weg oder bleibt er da? Oh, da ist ja auch noch einer. Oh, jetzt klebt er da dran an der Ecke fest, Alter. Boah. Er hat einen von euch aus. Wie knapp. Und mich gerade auf eine nette Art und Weise. Ey, der Typ in der Ecke, der kommt da nicht weg, Mann. Hier drüben liegt auch noch einer. Warum kommt der Typ in der Ecke da nicht weg? Ja, wie mache ich das denn jetzt? Das Gebäude gehört uns, hat Joker gesagt. Der bewegt sich ja jetzt endlich. Oder tauschen die nur die Position kurz aus? Das ist richtig! Sie ist gefährlich! Sie ruiniert fast alles! Hör!
shit, Alter. Was? Na, Alter, ist das nervtötend. Oh, wieso kann man hier nicht runter, Alter? Das hätte mich jetzt fast erledigt. Nein, du sollst schon runter. Du sollst einfach runter. Boah, shit, ich hab's noch geschafft. Sag nicht, der hat sich schon wieder in die Ecke gestellt. Doch, hat er. Das ist doch scheiße, Mann. Mann, Leute, ey, ohne Witz. Die stellen mich aber auch an gerade. Hat er mich gesehen? Nein, Batman. Einfach hier rein. Alter, wie lang das dauert, auch die auszuschalten. Was mach ich denn hier? Ein falscher Move und ich bin aber tot jetzt gleich. Ich find's nicht. Das kann nicht wirklich passieren. Hm.
Gott, wie lang das gedauert hat. Nur diesen einen Raum. Alter. Ey, ohne Scheiß. Krass. Krass, einfach nur krass. Oh ja, Leute, oh ja, beim ersten Mal hat es mich übel geschockt. Bei Fragen besuchen Sie uns auf www. Ich glaube, ich werde verrückt und ziehe mich wie eine Fledermaus an. Bitte, du kannst uns gehen lassen. Du hattest recht, Mr. J. Als klassischer Fall von größenwahnsinnigem Märtyrertum. Batman, kannst du mich hören? Schneidet mich los! Ich sehe mir nur deinen Gefangenen an, Liebling. Hauptsache, es geht schnell. Er sieht nicht sehr gut aus. Nein, nicht gerade. Er sollte uns leid tun. Er ist nie über den Tod seiner Eltern hinweggekommen. Das hat ihn ziemlich verrückt werden lassen. Was geht in deinem Kopf vor, Wayne? Bah, er ist weg. Da ist nur noch eine kranke Höhle. Schneidet mich los! Er gehört dir, Joker. Oh, super! Los, Mr. J, wir sind soweit. Darauf habe ich lange gewartet, Bats. Lasst die Party beginnen! Mit einem Knall! Leute, ohne Scheiß, beim ersten Mal hat mich das so geflasht. Das ist absoluter Hammer. Hammer hat er. Richtig geil. Richtig geil gemacht. Ah, lass dir die Ratte schmecken. Alex! Als ich das erste Mal hörte, dass Joker dieses Irrenhaus übernehmen wollte, dachte ich, wie viele von uns das erfüllen. Als er seine Vision einer Anklage der Insassen so lange wie möglich verrückt bleiben sollte, dachte ich, er geschickt. Als er mich festhielt und mir mit der Rasierklinge ein neues Lächeln aufs Gesicht zauberte, wusste ich, dass er recht hatte. Während wir uns auf einer kleinen Insel in Gotham Bay befinden, machen wir von nichts Halt, um sicherzugehen, dass sich keine Spinner aus dem Staub machen. Jüngste Erfolge mit Bruce Wayne, dem klassischen Fall einer gespaltenen Persönlichkeit, haben unseren Unfall seiner Innovation. Oh, wie knapp! Bestätigt. Unser Forschungsleiter Dr. Crane hat keine wirklichen Fortschritte erzielt. Aber ihm scheint die Arbeit zu verlieren. Also, unsere neue Patientenstation.